Lebensmittel aus aller Welt. Gedanken über Lieferanten aus Übersee. Kennen alle Lieferanten weltweit die Anforderungen der EU? Und richten sich die Lieferanten danach? Herzlich willkommen zum BS Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbin, ich bin Geschäftsführer der BS GmbH. Hierzu gehören BS Digital, der BS Verlag und die BS Akademie. Herr Jürgen Schlösser beschreibt den weltweiten Warenverkehr von Lebensmitteln und welche Anforderungen an Lieferanten zu stellen sind. Was sollten die entscheidenden Kriterien bei der Lieferantenauswahl sein? Und wie teuer es werden kann, wenn doch mal ein Produkt zurückgerufen wird? Herr Schlösser ist Lebensmitteltechnologe und war über 25 Jahre bei Dr. Oetker mit den Schwerpunkten Qualitätssicherung und Produktentwicklung tätig. Er ist Gründungsmitglied des Runden Tisches für Allergenmanagement und des Fachausschusses Allergenmanagement beim BLL. Jetzt arbeitet er als Consultant für die Lebensmittelbranche. Hören Sie nun seine Eindrücke aus dem Supermarkt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im BS Podcast. Mein Name ist Jürgen Schlösser von Schlösser Consult. Ich bin freier Berater für die Ernährungsindustrie und wie Sie hören, ich bin mal wieder im Supermarkt. Und hier bin ich gerade hier an dieser Obst- und Gemüsefläche, die ist ja wirklich riesig. Ne? Also was es da heute alles gibt, das hat es früher, als ich noch jung war, alles gar nicht gegeben. Also jetzt auch Ende Oktober, Anfang November frische Brombeeren. Oder hier, Erdbeeren. Ja, wahrscheinlich aus Südafrika, ne? Kaktusfeigen, oder? Sehen ja toll aus, so am Tisch. Haben Sie die schon mal gegessen? Also ich persönlich finde, die sehen besser aus, als sie wirklich schmecken. Ah, da, Melonen. Ach ja, ist gerade jetzt Halloween-Zeit. Sollte man ein paar Melonen mitnehmen? Ja, aber zum Schnitzen bestimmt keine Bio-Melonen. Auch was so ein Gemüse alles gibt. Pastinaken, Pilze, Jamswurzeln. Erkannte man früher ja gar nicht. Kommen aus Japan. Mensch, also da wird ja heute unheimlich viel, wird ja hier eingeflogen. Wussten Sie, dass so im Jahr 52.000 Tonnen Lebensmittel per Flugzeug nach Deutschland gebracht wird? Oder dass auf allen 7 Weltmeeren 130 Millionen Container unterwegs sind? Glauben Sie wirklich, die werden alle toll gereinigt? Oder es wüsste einer, ob da nicht vorher vielleicht Pflanzenschutzgifte da drin gelegen haben? Also das ist schon ein Riesenproblem. Und gerade jetzt sollten Sie diesen Podcast gerade im Auto hören und im Stau stehen. Täglich fahren über unsere Straßen so um die 1,3 Millionen LKWs. Ja, jetzt wissen Sie, warum der Stau heute wieder ein bisschen länger dauert. Ungefähr ein Drittel davon transportieren Lebensmittel. Also es ist ja schon enorm. Und ist auch klar, dass man sich darum kümmern muss. Gerade so jetzt hier so im Supermarkt. Die Leute müssen ja kümmern. Wer liefert das eigentlich alles? Wo kommt das her? Und entspricht das überhaupt europäischen und deutschen gesetzlichen Bestimmungen? Das ist ja alles gar nicht so einfach. Ja, man glaubt ja immer, wenn man so im eigenen Land ist, die anderen Länder, die ticken ganz genauso. Aber die chemischen Bestimmungen, die Grenzwerte, was alles untersucht werden muss, das ist schon total anders. So innerhalb der Europäischen Union geht das ja. Aber wenn Sie da mal was aus China kriegen oder jetzt hier diese Erdbeeren aus Südafrika. Also ich habe keine Ahnung, wie die Lebensmittelgesetze in Südafrika aussehen. Glauben Sie, dass die Südafrikaner wissen, wie die Gesetze denn bei uns aussehen? Und glauben Sie, dass der Importeur, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier der Supermarkt war, bestimmt nicht. Die legen das ja eigentlich nur hier in diesen Bereich hinein. Die kaufen das bei einem Händler. Ob der Händler denn weiß,
wo diese Erdbeeren denn in Südafrika gewachsen sind und auf welchem Wege die denn wirklich nach Deutschland gekommen sind? Also eigentlich sollte der Händler sich ja darum kümmern, ne? Also er sollte sich ja eigentlich so den Lieferanten genau angucken. Und auch wenn ich auch hier so ein Produkt herstelle und ich lasse mir Rohstoffe aus China oder Afrika, Australien, Südamerika kommen, um ein Produkt zu machen, dann sollte ich mir schon gute Gedanken machen, wie das da angebaut wurde und wie da, auf welchem Weg das denn zu uns kommt, wie ich gerade gesagt habe. Glauben Sie, dass in den 130 Millionen Seekontainer irgendjemand weiß, ob das denn mit allen rechten Dingen zugeht? Und sagen wir doch mal ehrlich, so wenn so eine Firma ein neues Produkt auflegt und der Produktentwickler jetzt gezwungen ist, einen neuen Rohstoff von einem neuen Lieferanten zu finden, der fragt doch nicht erst, sagen Sie mal, in welchem Container schippern Sie das denn hier nach Europa rüber? Oder welche Höchstgrenzen für Pestizide haben Sie denn da gewählt? Oder haben Sie denn auch die europäischen Allergene alle in Ihrer Risikobetrachtung? Das macht er doch gar nicht. Der Produktentwickler ist da froh, wenn er möglichst schnell und kostengünstig einen neuen Rohstoff bekommt. Der guckt sich doch nicht vorher den Lieferanten an. Der will doch erstmal schnell seinen Marketingkollegen und seiner Geschäftsführung ein wunderschönes neues Produkt auf den Tisch legen, das nur vielleicht ganz dringend gefordert wird. Und wenn der Einkauf einen neuen Lieferanten sucht oder einen zweiten, weil der erste vielleicht nicht mehr so toll liefert oder weil er die Menge gar nicht mehr schaffen kann. Ja, die Firma ist ganz stark gewachsen, ein tolles Produkt und man braucht für verschiedene Rohstoffe jetzt einen Zweitlieferanten. Ja, was macht der Einkauf denn? Ja, der versucht doch eine Online-Recherche und dann guckt er erstmal, wo liegt der Preis und welche Menge kann der in welcher Zeit liefern? So, das sind doch die obersten Kriterien erstmal für den. Der guckt doch auch nicht, ob der Lieferant jetzt vielleicht fair mit seinen Bauern umgeht und ob das denn alles umweltgerecht angebaut wurde oder welche Kriterien der Einkauf sich auch angucken soll. Das machen die doch gar nicht. Auch mit der Logistik. Der guckt doch hauptsächlich, steht das denn auf Europalette und ist das auch nicht so hoch, dass ich das in mein Regal bekomme? Wie schwer ist das? Ist das vernünftig gestretched worden? Also das sind doch so praktische Kriterien, wonach man erstmal einen Lieferanten auswählt, der jetzt diesen Rohstoff liefern soll. Das geht doch nicht wirklich in die Tiefe. Aber eigentlich sollten die sich ja doch bemühen, da etwas genauer hinzugucken. Ja? Stellen wir uns doch mal so einen chinesischen Bauern vor. Der baut seine Kräuter an auf seinem Feld. Ja, und dem schicken wir jetzt eine Spezifikation, wo draufsteht, was er alles einhalten sollte. Aber der arme Kerl, der weiß doch jetzt gar nicht, ob diese Ecke vom Acker jetzt in China bleibt und die andere Ecke vielleicht nach Australien geht und die letzte Ecke geht nach Deutschland. Da hat er doch gar keine Ahnung von. Und von den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen weiß er da auch gar nichts. Obwohl der Codex Alimentarius hat sich ja nun damit beschäftigt, ja, vom Farm to Fork. Also der Bauer soll sich schon drum kümmern, welche Saaten vielleicht auf sein Feld fliegen und ob vielleicht irgendwas anderes da als Unkraut mitgewachsen ist. Ja, in so einem Kräuterfeld kann Weizen wachsen als Unkraut. Und wenn ich jetzt viele Kräuter in einem glutenfreien Produkt hineinverarbeite, kann es mir passieren, dass ich plötzlich kein glutenfreies Produkt mehr habe, weil ich das nicht mehr sehen kann, wie viel Weizen eigentlich mit angebaut wurde, mit geerntet wurde. Also der Bauer, der hat da schon seine Schwierigkeiten, das richtig zu machen. Und eine Spezifikation kann er da wahrscheinlich gar nicht lesen. Aber wenn ich auch einfach Bauern hier aus Europa nehme, aus Rumänien, Serbien, die sind ja sehr angelehnt an die europäische Gesetzgebung, oder aus Spanien, glauben Sie, die Bauern wüssten genau, was sie alles dürfen und was sie nicht dürfen?
Und die schicken auch immer nur 100% einwandfreie Ware hier nach Deutschland. Glauben Sie im Ernst, der Händler, der jetzt hier an dem Supermarkt all die schönen Sachen hier verkauft hat, dass er sich drum gekümmert hat? Also das ist schon schwierig. Und man sollte eigentlich viel mehr Sorgfalt nehmen in der Auswahl seiner Lieferanten und auch in der regelmäßigen Beurteilung. Aber dazu möchte ich Ihnen noch ein paar Zahlen nennen. Die habe ich in meinem Büro. Also ich gehe mal eben zurück und melde mich gleich mal. Eine kurze Unterbrechung. Manche würden jetzt sagen, Beers macht Werbung. Ich nenne es eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung. In den Bereichen Lebensmittelrecht, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung ist immer Bewegung. Und es gilt, immer aktuell informiert zu sein. Neben diesem Podcast erhalten Sie hierzu von Beers aktuelle Informationen gratis einmal pro Woche per E-Mail in den E-Mail-Infodiensten Lebensmittelrecht und Hygiene. Gehen Sie hierfür im Beers Shop auf die Seite www.beers.de/news und tragen Sie sich für einen der Infodienste oder für beide ein. Sie haben selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit, sich wieder auszutragen. Und jetzt geht es weiter mit Herrn Schlösser. So, dann bin ich jetzt in meinem Büro und ich habe mir mal diese Grafik rausgeholt. Also das ist schon toll, ne? Also wir haben so in der Europäischen Union so 200 bis 300 Rückrufe, die dann öffentlich durch alle Zeitungen, Radio, Fernsehen gehen. Das ist schon eine Nummer. An einem runden Tisch, wo wir sitzen, zusammen mit Industrievertretern, haben wir mal geschätzt, was so ein Rückruf wohl kostet. Das ist natürlich davon abhängig, wie viel produziert wurde und wie teuer so ein Produkt ist. Da haben wir geschätzt, dass es wohl zwischen 300.000 und 1.000.000 Euro kostet, so ein Rückruf. Also ist schon viel Geld. Und unsere Schätzung war gar nicht so verkehrt, weil im letzten Jahr haben die Versicherer mal eine Studie herausgebracht und da stand drin, dass so ein Rückruf im Durchschnitt 1,3 Millionen Euro kostet. Okay, da sind jetzt auch Rückrufe von Autos dabei und Spielzeug und Küchenmaschinen, aber dennoch 1,3 Millionen Euro. Und aber wir am runden Tisch waren der Meinung, das Geld, das tut schon weh, das ist klar, aber was viel, viel schlimmer ist, ist der Imageverlust. Ja, diese Firma hatte ein nicht sicheres Produkt im Markt und das ist viel schwerer zu bewerten als jetzt diese Kosten, die wir da haben. So, und deswegen allein aus diesem Grund schon der Imageverlust, weil das hat der Verbraucher im Kopf. Der hat vielleicht schon schnell vergessen, um welches Produkt es denn ging, aber der hat sich ihren Firmennamen gemerkt. So, und dann werden sie komplett gemieden für etwa 2 Wochen. Ja, der Verbraucher kauft ihre Produkte 2 Wochen nicht. Okay, und danach hat er auch ihren Firmennamen vergessen und sie werden wieder ganz normal gekauft, wie vorher auch. Aber die 2 Wochen muss man erstmal durchhalten. Also auch deswegen ist es wichtig für jede Firma, sich um die Lieferanten und die Lieferantenbeurteilung mal zu kümmern. Ja, so ein großer Supermarkt wie der, wo ich jetzt heute Morgen war, die haben so Kriterien aufgestellt. Und da steht auch drin, so solche Sachen wie behördliche Beanstandung, wie viele Reklamationen gab es, Anzahl der Rückrufe, wo ist das Erzeugerland, gibt es vielleicht irgendwelche NGO-Berichte, die nichts Gutes über diesen Lieferanten aussagen. Also da sind schon eine ganze Menge Kriterien dabei, die jedenfalls auf den ersten Blick erstmal sich mit dem Lieferanten beschäftigen. Aber eigentlich sollten wir da viel tiefer gehen. Und wenn wir da mal so weiter gucken, da gibt es auch von der europäischen HACCP-Richtlinie gibt es auch so einen Katalog, worauf ich denn gucken soll bei meinem Lieferanten. Naja, und da steht halt drin, der Lieferant soll immer eine gleichbleibende Qualität liefern. Da wird auch geguckt, ob das wirklich noch ausreichend frisch und haltbar ist.
Und auch die Transportmittel soll man sich angucken, ob die denn schön sauber sind. Und ja, man sollte sich auch angucken, was vorher drin gelagert war. Aber das ist leider in der Europäischen Union noch nicht allen so bewusst. Aber dennoch, auch das Hygienebewusstsein des Fahrers wird gefragt. Also das sieht so aus, wie man guckt dem unter die Fingernägel, ob die denn auch sauber sind. Nein, das ist natürlich nur ein Scherz. Man guckt auf die korrekte Temperatur, wenn das ein Kühltransport ist oder ein Tiefkühltransport, und natürlich auf die langfristige Zufriedenheit. Also auch hier wird eigentlich auf partnerschaftliches Zusammenarbeiten hingedeutet. Das sind so Kriterien, die die Europäische Union so im Kopf hatte, obwohl ich persönlich finde das noch nicht wirklich so ausreichend, aber es ist auf jeden Fall schon mal angedacht. Kriterien für den Einkauf sind nämlich eigentlich nach meiner Meinung ganz anderer Natur. Er muss sich überlegen, ob ich in einem Land bin, wo es eine hohe Korruptionsrate gibt. Ja, das verändert zum Beispiel die Preislage. Da wird plötzlich etwas teurer, weil da Schutzgelder gebracht werden. Oder wenn ich aus einem Land kaufe, wo es ein Tsunami, Erdbeben, Vulkanausbrüche geben kann, muss ich einfach damit rechnen, dass ich hier für eine Weile gar keine Ware bekomme. Auch wie sind die politischen Verhältnisse da? Gibt es Wechselkursschwankungen, die sehr stark ausfallen können? All das sollte beim Einkauf mit zu den Kriterien eines Lieferanten gehören. Und dann, wenn ich mich näher mit dem befasse, also ich will bei dem kaufen, sollte ich auch gucken, ob seine Produktionsstätte möglicherweise mitten in einem Wohngebiet liegt. Oder vielleicht, dass auch er möglicherweise Verursacher von Umweltverschmutzung sein könnte. Auf jeden Fall sollte jedem klar sein, dass so eine Produzent-Lieferanten-Beziehung eine Win-Win-Situation sein soll. Also nicht nur die Europäische Union, auch große Firmen setzen auf partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das hat den Vorteil, wenn ich erstmal so einen Lieferanten gefunden habe und sehe, dass der eigentlich zu jeder Zeit sehr ordentlich liefert, dann möchte ich den doch behalten. So, und wenn ich erfolgreich bin, dann ist mein Lieferant mit mir zusammen erfolgreich. Also er möchte ja gerne diesen Rohstoff weiter an mich liefern. Nur wenn er das ordentlich tut, dann kann ich wachsen und er damit sozusagen auch. Also das ist für beide Partner eigentlich ein gutes Geschäft. Dennoch kann es natürlich passieren, dass ich ganz plötzlich einen Lieferanten brauche. Sowas ist auch beim BRC und beim IFS vorgesehen, dass ich spontan einen neuen Lieferanten wählen muss, weil der alte diese große Menge einfach nicht liefern kann oder weil er ausgefallen ist, weil irgendwas in seiner Produktionsstraße nicht mehr funktioniert, so dass ich einen neuen Lieferanten für diesen Rohstoff brauche. Aber wenn dann die ersten Lieferungen wirklich sehr positiv gelaufen sind, sollte ich zurückkehren zu meinem Beurteilungskriterium, um auch später noch zu prüfen, ob denn die Auswahl, die ich da spontan getroffen habe, ob das denn die richtige war. Und zu diesen Beurteilungskriterien möchte ich, und bevor wir uns mit den Beurteilungskriterien beschäftigen, sollten wir zunächst einmal versuchen, die Sache etwas pragmatischer, einfacher anzugehen. Gerade große Firmen haben unheimlich viele Rohstoffe von sehr, sehr vielen Lieferanten. Und wenn ich jeden einzelnen Lieferanten beurteilen sollte, dann wird das ganz schön schwierig. Also sollte ich versuchen, erstmal Klassen zu bilden. Klassen für die Rohstoffe, zum Beispiel nach der Art der Rohstoffe. Ja, das können Pulverprodukte und Flüssigprodukte sein oder das können Stärken sein, Gewürze oder TK-Gemüse. Ich kann das nach der Herkunft unterscheiden. Alles, was aus Südamerika kommt oder aus China oder aus Australien.
Ich kann das unterscheiden nach einem hohen mikrobiologischen Risiko, nach einem kleinen Risiko. Unterscheiden nach, ob möglicherweise dort sehr viele Fremdkörper vorhanden sind, wie Steine, Holz, Plastik, Glas oder Kunststoffe. Und wenn ich dann solche Klassen definiert habe, dann kann der Einkauf für jeden Lieferanten dieser Rohstoffklasse Kriterien bilden, so wie ich eben genannt habe. Es können örtliche Sachen sein oder produktionsbedingt oder Zuverlässigkeit. Natürlich gehört auch der Preis dazu. Und die Qualitätssicherung macht das natürlich auch. Die gucken im Allgemeinen erstmal nach, ob die Spezifikationen vernünftig ausgefüllt worden sind. Vielleicht können Sie schon einen Einblick in das HACCP nehmen, ob es eine Notfall-Telefonnummer geht, die auch 24 Stunden erreichbar ist, wie ordentlich die Gebinde denn aussehen und natürlich auch, welche Analyse muss ich denn hier machen, um festzustellen, dass dieser Rohstoff von diesem Lieferanten denn wirklich in Ordnung ist oder ob es da vielleicht kleine Abweichungen gibt. Und diese Kriterien, die ich da aufstelle, das soll nicht nur so eine einmalige Sache sein. Also die dient eigentlich nicht dazu, um jetzt nur einen Lieferanten auszuwählen, sondern ich muss das regelmäßig durchführen, die Bewertung, um festzustellen, ob der Lieferant denn dauerhaft ein guter Lieferant ist oder ob er Schwächen zeigt. In der Qualitätssicherung kann ich das ganz besonders gut feststellen, wenn ich so schwankende Analysenwerte finde. Mal ist er gut, mal ist er hart an der Grenze, dann wird er wieder besser, dann wieder schlechter. Das kann ein Grund sein, dass seine Produktionsanlagen nicht so präzise arbeiten. Es kann aber auch sein, dass er sie testet. Da gab es vor 2 Jahren mal einen Vorfall, dass ein russischer Bomber an der Nordseeküste entlang flog. Und natürlich wurde er auf dem Radarschirm sofort bemerkt und belgische Jäger stiegen auf, um diesen russischen Bomber abzufangen und mit Hilfe auch von englischen Jägern wieder zurückzugeleiten. Und da fragt man sich natürlich, warum machen die Russen das eigentlich? Weil die wissen doch auch, dass wir Radarsysteme haben und dieses Flugzeug sofort entdecken. Na, was meinen Sie? Die Russen haben eigentlich nur gecheckt, wie lange die Europäer denn brauchen, dieses Flugzeug zu entdecken und abzufangen. Also das war ein Test, wie gut wir denn vorbereitet sind auf solche Fälle. Und so etwas könnte Ihr Lieferant auch machen. Er guckt einfach, ob, wenn er immer etwas mehr Wasser in sein Produkt hineintut, ob Sie das denn feststellen. Sie selber können das aber nur feststellen, wenn Sie eine regelmäßige Analyse machen und eine Statistik über Ihre Analyse. Eine einmalige Analyse sagt nämlich erstmal gar nichts. Aber wenn Sie ihn regelmäßig untersuchen, werden Sie diese Schwankungen feststellen und dann können Sie das ja mit ihm diskutieren. A, der Lieferant hat dann gemerkt, Sie sind ein Kunde, der auf jeden Fall auf alles aufpasst. Und B, Sie selber haben vielleicht herausbekommen, ob er Sie testen wollte oder ob er wirklich Produktionsschwierigkeiten hat, dann bespricht er das mit Ihnen. Ja, wir probieren im Moment verschiedene Produktionsaggregate aus. Das wird in 3-4 Wochen abgeschlossen sein. Und dann kehren wir zurück zu einer gleichbleibenden Produktionsqualität. So, das gibt doch gegenseitiges Vertrauen. Das Dumme ist, dass unheimlich viele Lebensmittel über Händler hier in die deutschen Supermärkte kommen und diese Händler machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, dass sie eigentlich selbst ein HACCP-System brauchten, dass sie selbst auch Kriterien für eine Lieferantenbeurteilung aufbauen müssen und dass sie selbst auch dafür sorgen müssen, regelmäßig die Produkte, die sie ja hier in den deutschen Handel bringen, dass sie die auch kontrollieren müssen. Das ist eigentlich eine sehr gefährliche Geschichte. Denn die EU schreibt das vor, dass man ein HACCP hat
Und dazu gehört auf jeden Fall auch eine Lieferantenbeurteilung. Wer sich natürlich nach IFS Broker zertifizieren lässt, der kommt da sowieso nicht drum rum. Da steht eindeutig drin, dass Sie sich deutlich mit diesem Lieferanten beschäftigen sollen. Und Sie müssen Kriterien aufbauen, um ihn zu beurteilen und dann auch, dass diese Beurteilung regelmäßig durchführen. Alle Kriterien, die dann von dem Einkauf, von der Logistik oder von der Qualitätssicherung erfasst wurden, werden alle zusammen in eine Matrix hineingebracht und dann wird jedes Kriterium mit 1, 2, 3 beurteilt und schon kann man sehen, wo der Lieferant möglicherweise Schwächen hat, wo er seine Stärken hat und ob er denn wirklich würdig ist, auch in Zukunft uns zu beliefern oder ob wir uns vielleicht doch noch um einen anderen Lieferanten bemühen sollten, um diesen schwachen Lieferanten zu ersetzen. In größeren Firmen ist es manchmal sehr schwierig, diese Kennzahlen, die vom Einkauf wie von der Qualitätssicherung oder der Logistik ermittelt werden, dass man diese Kennzahlen zusammenbringt auf nur eine Kennzahl. Weil der Einkauf natürlich sagt, dass seine Bewertung viel, viel wichtiger wäre als die der Qualitätssicherung und der Qualitätssicherungsleiter behauptet natürlich genau das Umgekehrte. Natürlich wäre es schön, wenn man sich auf einen gleichen Prozentsatz einigen kann. Ein Drittel Einkauf, ein Drittel Logistik, ein Drittel die Qualitätssicherung. Wichtig ist aber, wenn man sich nicht auf eine Zahl einigen kann, dass die Qualitätssicherung ein Vetorecht erhält. Denn sollten schlimme Fremdkörper oder schlimme Bakterien in dem Produkt sein, so muss die Qualitätssicherung auf jeden Fall diesen Rohstoff und möglicherweise auch diesen Lieferanten einfach sperren. Und wenn die Qualitätssicherung also dieses Vetorecht hat, dann kann sie auch möglicherweise auf dieses ein Drittel verzichten und eine kleinere Rate wählen, wenn sie aber sozusagen das letzte Wort haben darf, wenn Gefahr im Anzug ist. Manchmal ist es auch so, dass auch all diese Kriterien gar nicht ausreichen. Ich erinnere mich selber an einen Fall, wo alle von einem neuen Lieferanten sehr begeistert waren. Der Preis war außerordentlich gut. Er lag sehr deutlich unter dem europäischen Marktpreis. Die Qualität der ersten 2, 3 Lieferungen war auch ausgesprochen gut, sodass alle begeistert waren und wollten natürlich noch mehr von diesem Lieferanten haben. Also eigentlich, man wollte diesen gesamten Rohstoff zu einem sehr, sehr großen Teil auf den neuen Lieferanten umlegen. Mir kam das ein bisschen merkwürdig vor, weil der Preis so dramatisch unter dem Marktpreis lag. Also habe ich darum gebeten, wir machen mal sofort ein Audit. Und bei dem Audit stellte sich dann heraus, dass das in dieser Firma ganz schrecklich aussah. Also ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viele Lieferantenaudits durchgeführt und er ist mir in Erinnerung geblieben mit meiner Aussage, dass dieses Audit eigentlich von einem Biologe hätte durchführen lassen müssen, weil so viele verschiedene Käfer dort im Betrieb waren, dass wir sehr schnell dieses Audit eigentlich abgebrochen haben. Und ich habe verfügt, dass sofort kein einziges Kilo von diesem Rohstoff bei diesem Lieferanten mehr bestellt wurde. Also da sieht man schon, was alles passieren kann, wenn man rein theoretisch nur solche Kriterien aufstellt oder man ist wirklich mal vor Ort und guckt sich das bei dem Lieferanten an. Ja, ich weiß, was Sie jetzt alle sagen. Der Qualitätssicherungsleiter möchte gerne mal nach Frankreich oder nach Marokko oder wohin auch immer fliegen. Und die Geschäftsführer sind natürlich alle der Meinung, das ist einfach nur eine Spaßreise. Und gerade jetzt im Moment in den Corona-Zeiten ist das sowieso sehr schwierig zu fliegen. Das kann man vielleicht verschieben, aber man sollte es doch später auf jeden Fall durchführen. Schwierig ist so ein Audit, besonders wenn es auch außerhalb von Deutschland ist. Natürlich, in jeder Firma gibt es Leute, die Englisch sprechen, aber es ist schon etwas anderes, wenn jeder nicht in seiner Muttersprache spricht.
Und es kann sein, dass wenn der Franzose sich auch bemüht, ein sehr deutliches Englisch zu sprechen, dass man ihn doch nicht so gut versteht. Das Gleiche gilt auch für Nordafrika. Ja, die Leute sprechen eher Französisch und nicht Englisch. So kann es schon mal passieren, dass man sich nicht so gut in der Sprache versteht. Dann kommt hinzu, dass es kulturelle Schwierigkeiten gibt auch. In der Türkei dürfen Sie nicht einfach so ins Haus fallen. Guten Tag, ich bin von der Firma XY und ich möchte jetzt mal eben schnell ein Audit bei Ihnen durchführen. Und wo geht es denn hier in die Produktion? Nein, die Türken möchten gerne zunächst mal ihre Gastfreundschaft zeigen und sie müssen sich einfach die Zeit nehmen, mit den türkischen Kollegen sich an einen Tisch zu setzen, etwas Tee zu trinken und möglichst viel über die Währungsschwierigkeiten und die Geschäftsschwierigkeiten zu sprechen. Und nachdem Sie diesen Smalltalk hinter sich gebracht haben, werden Sie sehr gerne in die Produktion eingeladen und dürfen sich alles angucken. Die Türken sind einfach beleidigt, wenn sie sofort in die Produktion gehen und nicht erst versuchen, erstmal in einem Smalltalk mit ihnen warm zu werden. In anderen Ländern gibt es ähnliche kulturelle Schwierigkeiten. Ja. In China müssen sie erstmal mit einer Verbeugung ihre Visitenkarte überreichen, weil sie sind dort Gast und sie müssen auch zeigen, dass sie Gast sind und dass sie sich wirklich sehr freuen, dass sie überhaupt hineingelassen werden. Die Chinesen sehen das etwas anders als hier, dass sie sich sozusagen dieses Recht nehmen, ein Audit durchzuführen. Aber wir sind schon beim Audit. Zum Audit selber gehört natürlich auch, wenn man auf partnerschaftlichen Kurs setzt mit dem Lieferanten, dass man ihn zunächst einmal auch anschreibt. In dem Anschreiben steht dann auch, ob ich ein Audit durchführe, weil ich ein Problem mit ihm habe oder einfach nur, weil er ein neuer Lieferant ist oder weil ich in jedem Jahr mehrere Lieferantenaudits durchführe und in diesem Jahr ist nun dieser Kollege dran. Daran hefte ich auch eine Selbstauskunft an dieses Anschreiben, wo drin steht, wie viele Mitarbeiter gibt es, wie viele Produkte werden hergestellt, wie viele Produktionslinien gibt es, etc. etc. Bis hin zu Umsatz im Jahr, wie viele Werke wer ist der Inhaber. Natürlich gehört zum Audit selber eine Checkliste, an die ich mich ranhängen kann, um auch all die Fragen zu klären, die ich sozusagen vorbereitet habe. Nach dem Audit möchte der Lieferant natürlich auch von Ihnen hören, ob er dieses Audit denn sozusagen bestanden hat, ob Sie der Meinung sind, er sollte auch in Zukunft Sie weiterhin beliefern oder ob Sie grobe Mängel gefunden haben, wo, so wie ich bei diesem Beispiel mit den vielen Käfern. Das Protokoll, was im Anschluss an dieses Audit erstellt wird, wird auch der Lieferant bekommen, damit er sehen kann, wo seine Stärken und seine Schwächen gelegen haben. Ich muss also auch dahin reinschreiben, was soll er verbessern, damit wir auch in Zukunft noch weiter Lieferanten partnerschaftliche Beziehungen eingehen können. Und sollte der Lieferant wirklich deutliche Mängel haben, so gebe ich ihm nach dem Protokoll auch Zeit, diese Mängel abzustellen. Das heißt, ich schreibe auch in diesem Bericht hinein, dass ich nach 6 oder nach 12 Monaten wiederkomme, um zu prüfen, ob er all diese Mängel beseitigt hat. So, und Ihr Auditergebnis wird nicht einfach in irgendeinen Aktenordner eingeheftet und lassen Sie dort verstauben, sondern das sind eigentlich lebende Zahlen, die Sie auch wieder Statistik auswerten können. Sie können alle Lieferanten von dieser Rohstoffklasse zusammenzählen und können sich dann angucken, welcher Lieferant ist denn nun wirklich der bessere. Ja, Sie kriegen übers ganze Jahr gezeigt, wie viel Abweichung hat es bei der Qualitätssicherung gegeben, wie viel Verschmutzung, wie viel falsche Paletten, welche Zeitverzögerung und dazu am Ende auch, wie ist denn das Audit ausgefallen und welche Mängel sind dort vorgekommen. Sollten Sie vielleicht auch erst in 5 Jahren das Audit bei ihm wiederholen, so sind Sie sehr schnell in der Lage, den alten Bericht zu finden
und gegen den neuen Bericht auszutauschen, um auch zu gucken, hat er sich in den letzten 5 Jahren verbessert oder verschlechtert. Ich glaube, jetzt habe ich Ihnen eine ganze Menge Kriterien gegeben und Gründe, warum Sie einen Lieferanten beurteilen sollten und dass das nicht nur eine einmalige Geschichte ist, sondern eine ständige Geschichte. Sondern dass Sie diese Beurteilungskriterien aufbauen und regelmäßig alle Ihre Lieferanten nach diesen Kriterien wieder beurteilen, um am Jahresende sagen zu können, welcher Lieferant ist wirklich gut und welcher ist schwach und ich sollte ihn austauschen. Sollten Sie Probleme haben mit dem Aufstellen von Kriterien zur Lieferantenbeurteilung oder mit der Durchführung von Lieferantenaudits, besonders im Ausland, dann schreiben Sie mir. Schreiben Sie mir unter info@schlösser-consult.de. Schlösser mit OE und Doppel-S. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war ein Einkaufsbummel von Herrn Schlösser im Supermarkt mit seinen Gedanken zum Lieferantenmanagement. Für aktuelle Informationen einmal pro Woche zu Lebensmittelrecht sowie QM und QS tragen Sie sich für den kostenfreien E-Mail-Infodienst ein. Gehen Sie hierfür in BEERSHOP auf die Seite www.beers.de/news, alles kleingeschrieben. Sie haben selbstverständlich jederzeit die Möglichkeit, sich wieder auszutragen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie diesen Podcast, um auf jede neue Folge hingewiesen zu werden. Selbstverständlich können Sie dieses jederzeit rückgängig machen. Ihr Arno Langbein.